Und damit willkommen zurück zu Agarest Generation of War. Wir befinden uns ja in dieser Höhle, in der wir bisher noch nichts gefunden haben, aber irgendwo ein großes Monster sein soll. Und was mich darauf bringt, ich muss gucken, dass ich in den Kämpfen meine Leute immer wieder hochheil. Weil, ich glaube, es ist keine gute Idee, die so rumlaufen zu lassen, weil wir uns ja nicht selbstständig heilen. Aha, ah, da ist eine Kante, die habe ich gar nicht gesehen. Viel zu dunkel. Aha, hier hoch. Ah, ein Versteck. Okay. Alluvialgold. Leider kann ich ja nicht gucken. Okay, und obenrum haben wir mal wieder einen Kampf. Und wie wir sehen, dauern Kämpfe hier ja ein bisschen, ja, länger. Ach du Schande. Was haben wir hier? Also, das hier ist ein Lykanthrop und das hier sind Mandrake. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber die haben 700 HP. Halt. Nein. So, jetzt aber. Okay, und dann kümmert sich die Fraktion da rechts mal um die. Impuls. Rush. Ticket und Ascension. Machen wir lieber Ascension vorher, weil. So. Mal sehen, ob die. Ah, die sind auf jeden Fall empfindlicher. Aber mit 500 immer noch sehr heftig. Oh, scheiße. Au. Töte es. Nein, warum hat er das nicht getötet? Na toll. Doch, dann macht es. Okay. Das ist vorerst mal. Oh je. Das ist schon ein schwieriger Fight. Ich komm an. Oder? Ne, ich komm an sie nicht ran. Das ist natürlich doof. Aber ihn kann man zumindest wieder heilen. Das kam doch von dem Wolf. Skill. Das Harvest funktioniert nicht. Aber Item ist doch gehend. Nein, das kostet auch 8 AP. Der? Ah, der hat. Item. Ach nee, das kann ja immer nur der einsetzen, der dran ist. Sieht aus wie ein Erdgeist. Gut, Werwölfe können countern. Hm.
Okay, dann. So. So. Okay. Move Phase beenden. Erstmal gegen sie das. Einfach weil. Okay. Und jetzt muss das hier ran. Na, ich heb mir die Ascendention, das Double Ding hält ich mir mal auf. Power Attack. Warte, Power Attack, Rush, Trick Hit. Ja, es ist immer ein kleines Planungs. Durch der 3 auf einmal. Es scheint so, als würde er 3 auf einmal treffen mit seiner Power Attack. Wahrscheinlich wegen der Sense. Auf jeden Fall hier. Das. Dann Rush und Ticket. Mal sehen. Ah, die sind auf jeden Fall nicht so Magie-immun. Okay, das wird das Vieh nicht umbringen. Das ist blöd. Das ist jetzt natürlich blöd. Sonic Wave. Na, das gibt's nicht. So. Jetzt haben wir aber einen stärkeren Impuls. Vielleicht schaffen wir damit, den zu töten, bevor er uns schwächen kann. Besonders, weil wir Feuer haben. Ja, das sieht schon mal recht gut aus. Ja, der ist erledigt. Gut. Das sind immer die gefährlichsten mit Konter. Also finde ich zumindest. Ja, du kannst Standby machen und du kannst einen anderen Skill anwenden. Sie wird unsere. Sie ist meine Heilerin. Das ist schon eindeutig. Na, da geht nicht viel. Oh, der kann Sonic Wave. Warum wohl? Ja, natürlich. Die Clowns sehen auch extra danach aus. Okay. Ah, jetzt wo sie sterben könnte, jetzt greifen sie an. Jetzt wo sie nicht. Boah, Trickit für 50 je. Aha, noch mehr Boost. Okay. So, und wo ist... Gut. Ja. Na, natürlich erreicht das Ding das nicht, deswegen mache ich hier mal ein Standby. Weil das... Die zu erledigen ist ein bisschen wichtig. Oh. Tja, damit hat sich das erledigt. Was? Was? Ich wiederhole. Was? Recovery Grass. Fragment des Lebens.
So. Jetzt ist er wieder da. Warum kann ich das nicht anwenden? Achso, falsche. So, das muss doch lang. Das ist ja schließlich ein AOE-Effekt. Ja. Oh je. Haben mich die Krabben hier gerade fertig gemacht. So. Ich hätte nicht erwartet, dass das Lenhardt da mit einem Schlag die nicht erledigt. 900, was haben wir? Ah, wir haben einen Broken Nuggle. Einfach. Ich glaube nämlich nicht, dass ich die andere erreiche. Und das hat mich getötet, ich hab's irgendwie gewusst. Und das tötet auch nicht, also es ist gut, dass ich beides eingesetzt habe, sonst hätte ich die nicht getötet. Sehr interessant. Okay, ich hab noch einen. Und ein Impuls und ein Dazzle Blade. So. Das müsste sie normalerweise töten. Also nicht weil die Attacken alle stark sind, weil ich weiß, das Dazzle Blade ist einfach. Das ist ja wieder ein. Ja. Oh. 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 Das Ding hat eine zu hohe Verteidigung. Ja, stand by. Stand by. Und der hier. Naja, nicht gerade. Oh, Doppelheilung. Das ist ein Spaß. Die Gegner heilen sich jetzt also auch. Hab eh nichts da. Hab auch nichts. Okay. So. Okay. Ja, so ist perfekt. Bei ihm ist es sowas von egal. Er faced einfach. Okay. Skills. Sie. Und dann macht sie. Und den Harvest hier. Und so. Oh, jetzt ist sie zwar raus, aber. Naja. Wow, der hat immer noch Howling Blade. Shinestorm. Scansion. Ja, jetzt ist mir egal. Ich glaube, wenn du zwei Superattacken einsetzen, dann sollte es eigentlich funktionieren. Wobei, das Ding hat einen übelsten Verteidigungswert. Wenn ich mich daran erinnere, früher haben die Dinger solche Sachen gewonnen hättet. Und jetzt brauche ich die, um die überhaupt zu legen. Na, wenigstens den Overkill. Und noch eine hinterher. Overkilled Mandrake für Poisonous Petal. C-Rang. Und es gibt ein Level-Up für unsere niedrigsten Teilnehmer. Der jetzt auf selbem Niveau ist, aber mit dem EP etwas zurückhinkt. Na, mal sehen. Falsch. Int Agi und ein bisschen Vitalität.
Ja, ich bin hier. Oh, Willpower Hunter. Das klingt gut. Ah, ich hab doch herausgefunden, wie man ins Menü kommt. Gut. Equipment. Elise. Broomwind. Stuff of Healing. Wie war's? Blaues Verringerung. Ja, okay, Magic Blade ist eh ein anderer, aber. Dann neue Skills. Oh, jetzt kann sein Erbskill mitnehmen. Elfniedle. Und einen leichten Heal. So, dann gucken wir mal. Kann sie nichts. Gospel und Prayer. Broomwind. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, ich will doch weitermachen. Dann kann sie hier nämlich was nehmen. Resurrect. Das hat sie dann nicht mehr. Okay. Sie kann hier nichts mitnehmen. Hat da unten sogar noch was. Er kann hier, glaube ich. Adaka. Das ist nicht so viel, aber das ist gut. Ja, okay, der Hit ist nicht so toll, aber er ist schneller. Er greift stärker an, hat eine höhere Verteidigung. Ja, ja. Was haben wir hier? Ja, das sind die zwei Superschwerter. Und das ist das, was wir vorher hatten. Das, ja. Da haben wir nichts. Critical. Der dann noch. Ja, das sind diese Supersensen, wenn ich es richtig sehe. Nimm das. Und Skills. Dann noch den Status schnell abchecken. Komm. Was kann Hunter? Activated after more than 100 SP. Increase Hit and Capture Rate. Ah, okay, wenn er 100 SP ausgibt. Tja, das war's dann von meiner Seite hier wieder. Ich hoffe, es gefällt und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht bei Argarest Generation of War.